Hallo Freunde, da euch das letzte 3D-Druckvideo so gut gefallen hat, stelle ich euch einen weiteren 3D-Drucker heute vor. Ich drucke heute den Omega aus dem Spiel Fortnite und schenke ihn an einen meiner Zuschauer. Also schaut euch das Video bis zum Ende an, los geht's! Also Freunde, das Unternehmen Tevo hat mir einen 3D-Drucker geschenkt, damit ich ein Review-Video mache. Und nach dem Auspacken sehen wir die guten Teile, welche wir noch zusammenbauen sollen. Aber das geht eigentlich relativ schnell, denn ich habe ja so einen ähnlichen Drucker bereits mal zusammengebaut. Hier sehen wir, der Testdruck von dem Unternehmen ist noch drauf. Einfach abziehen. Und was nicht abgeht, muss ich mal wegschaben, was mich leider einige Zeit gekostet hat. So, jetzt werden diese Drähte für den Transport entfernt. Und mit Schrauben und Federn wird die Druckplatte an dem unteren Gerüst befestigt. Wofür die Federn da sind, dazu später mehr. Für den Zusammenbau von so einem 3D-Drucker benötigt man ungefähr 30 Minuten. Hier sind einige weitere Schrauben und die grünen Metallteile werden das Gerüst mit der Z-Achse halten. So, hier wird das draufgestellt und dieses Teil hält das Ganze zusammen. Hier sehen wir den Stopper für die Z-Achse. Einfach reinstecken und mit dem mitgelieferten Imbus festziehen. Bei so kleinen Schrauben natürlich aufpassen, dass man nicht zu fest zieht, sonst brechen die durch. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Theoretisch war es das mit dem Zusammenbau, jetzt kommt die Kleinarbeit und das bedeutet die Kabel anschließen. Erschreckt euch nicht, wenn ihr die Kabel seht, die sind alle zum Glück beschriftet. Man muss eigentlich nur wissen, dass Z-Achse von unten nach oben arbeitet, X links rechts, Y vor und zurück. Eigentlich kann man da nicht viel falsch machen. Noch diese zwei Löcher stopfen und dann ist das Teil startklar. Nachdem ich das Ganze abgeschlossen habe, teste ich mal alle Achsen, ob und wie die arbeiten. Ja, momentan würde ich sagen, sieht das ziemlich gut aus. Also jetzt geht es darum, die Federung für die Höhe des Druckbettes einzustellen, damit der Z-Achsenstopper genau dann betätigt wird, wenn die Düse ca. 0,1 mm über dem Druckbett ist. Wie man sehen kann, bin ich schon ziemlich nah dran, aber der Abstand der Düse ist immer noch etwas groß. Wenn die Federung falsch eingestellt ist, kann die Düse gegen das Druckbett krachen und der Stopper wurde dann immer noch nicht betätigt. Deshalb ist das so ziemlich das Wichtigste an einem 3D-Drucker. Ich schaue, dass ich nur eine Blattdicke von der Platte entfernt bin. Ist da zu viel Spielraum, lockere ich die Feder etwas, damit das Druckbett näher zu der Düse kommt. Drücke die Düse bereits auf die Druckplatte, dann handle ich genau umgekehrt und ziehe diese weiter fest, damit die Platte nach unten gedrückt wird, um den richtigen Abstand zu bekommen. Und das macht man an allen vier Ecken. Nachdem ich das alles eingestellt habe, suche ich die Funktion Auto Home, damit die Düse mir auf den Nullpunkt in allen drei Achsen X, Y und Z fährt. Bei mir würde ich sagen, ist diese Düse sogar etwas zu tief. Um drucken zu können, brauche ich Kunststoff. Leider wird bei diesem 3D-Tornado-Drucker kein Filament mitgeliefert. Deshalb, solltet ihr euch diesen Drucker aneignen, bestellt auch eine Rolle PLA oder ABS mit. Das Filament wird jetzt bis zu der Düse vorgeschoben. Nachdem man die Düse erhitzt hat, kann man das Filament weiterschieben, bis es unten durchkommt. Und da ist es auch schon, das schwarze Filament. Eine 512 Speicherkarte wird mitgeliefert, da sind die Testobjekte drauf, aber ich habe mir Omega aus dem Spiel Fortnite runtergeladen. Einfach die Datei anwählen und schon geht's los. Der Drucker wärmt sich auf die gewünschte Temperatur, fährt selber zum Nullpunkt und beginnt dann mit der Arbeit. Was man beachten sollte, die Arbeit kann ziemlich lange dauern, je nachdem wie gut das Objekt werden soll. Ich habe eine 0,2 mm Schichtdicke genommen, aber bei 0,1 mm wäre das Ergebnis noch um vieles glatter, also schöner. Aber es würde auch ein paar Stunden länger dauern. Mein Omega sieht momentan so komisch aus, weil ich bei Überhängen eine Stützstruktur mitgewählt habe. Denn wenn der Drucker zum Beispiel seinen Kinn drucken würde, gibt es nichts, worauf es die erste Kunststoffschicht drucken würde und es könnte dann ziemlich runterhängen. Deshalb druckt es extra Schichten von ganz unten bis zum Kinn und bei den Armen ist das genauso. Aber das macht das Programm selber. Man braucht nur ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen. Die Stützstruktur ist nicht so stabil, deshalb kann man die leicht abbrechen, ohne den Omega zu beschädigen. So sieht mein Omega bis jetzt unbearbeitet aus. Wie gesagt, bei einer Schichtdicke von 0,1 mm würde der um vieles besser aussehen, aber ich hatte Zeitmangel. Um Kunststoff zu bemalen, braucht man einen Primer, damit die Farbe noch besser drauf bleibt. Ich hoffe, der gefällt euch bisher, aber der wird noch besser. Interessant, ob ihn jemand überhaupt von den Zuschauern haben möchte. Als nächstes wird eine schmale Pinsel benötigt und da ich keine orange Acrylfarbe habe, vermische ich Rot und Gelb miteinander. Jetzt vorsichtig die Rillen anmalen. Wie einige von euch wissen, hat Omega schimmernd orange Farben an manchen Stellen. Die Farbe, die mir über die Rillen geht, kann man mit einem feuchten Tuch später wegwischen. So sieht er jetzt aus. Da ich zu viel Primer draufgespielt habe, ist er an manchen Stellen weiß geworden, aber ich möchte dem sowieso einen glänzenden Look verpassen und dafür habe ich hier so ein Sprühfilm.
sieht doch schon viel besser aus. Da es eine etwas dickere Glanzschicht ist, wird man am Ende später die Rillen nicht mehr so gut sehen. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Was ich noch sagen möchte, die Druckplatte habe ich heute ohne Kreppband benutzt, mir gefällt die Platte sehr. Der Drucker macht das, was er soll, aber leider hat er keinen Kunststoffrollenhalter, welchen man sich selber dann drucken muss. Die Dateien von so einem Kunststoffrollenhalter gibt es aber auch kostenlos auf der Seite Finkiverse. Der Drucker ist in der Beschreibung verlinkt und ich hoffe, ihr unterstützt meine Arbeit mit einem Like. Diesen Omega kann einer, falls jemand ihn haben möchte, geschenkt bekommen. Schreibt dazu einfach irgendeinen Kommentar mit Hashtag ich liebe gratis am Ende und mit etwas Glück bekommst du es. Übrigens, den Sieger des Fortnite Play Buttons erwähne ich auch im nächsten Video. Bye.